Na, 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 na. Ah, ich liebe diese Titelmenü-Musik, die ist großartig. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Planet Coaster. So Leute, hat eine kleine Pause gemacht, hab das Spiel auch nochmal neu gestartet, denn das war ein bisschen merkwürdig gewesen, wie sich die Leute nicht mehr bewegt hatten. Und jetzt bewegen sie sich wieder. Also es muss irgendein kleiner Bug gewesen sein oder so. Was für eine Alpha, ja ziemlich, ziemlich normal ist. Und ich habe mir mal einen kleinen Plan gemacht, habe jetzt noch ein paar sehr, sehr coole Ideen. Unter anderem auch, was ein Zuschauer vorgeschlagen hat, nämlich so eine Art Burg bauen. Das würde ja auch hier ein bisschen reinpassen, halt so ein Fort oder so. Ne? Das gab es ja auch zur Piratenzeit, irgendwie so eine Burg, ähnliches Fort oder so. Und da, wenn wir das fertig haben, würde ich gerne probieren, eine Achterbahn durchzubauen. So, zumindest ist das, was ich mir, ob ich das jetzt nicht so voll geschaffe, weiß ich nicht, aber das habe ich mir auf jeden Fall, jetzt packt die Kamera schon wieder rum, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das jetzt irgendwie umzusetzen noch in dem Park. So, jetzt wird es leider gerade wieder dunkel, das ist ein bisschen blöd. Ich überlege nur, die Burg und so, wir haben ja auch genug Bauteile dafür an sich, ne? Also wir könnten dann einfach, hier haben wir die runden Teile, damit können wir Türme bauen. Hiermit könnten wir dann so eine Art großes Gate bauen. Na, wir können es dann eben ausprobieren. So hier irgendwie. Dann würde ich das dann wahrscheinlich sehr viel höher machen wollen. Zumindest so vielleicht dann. Ja, dass man das irgendwie in die Höhe macht. Ich weiß es nicht. Hier unten, das machen wir dann wieder weg. Und ja, das würde schon gehen. Also ein Fort kann man auf jeden Fall hinsetzen. Ja, das wird man hinbekommen. Und dadurch dann irgendwie eine Achterbahn. Das wäre übelst fett. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich wollte jetzt aber erstmal noch ein bisschen kleine Detailarbeit machen. Wobei, das hier muss ich auch noch zu Ende durchziehen. Das machen wir dann vielleicht später. Und mir gefällt auch nicht mehr so richtig, wie ich den Kragen platziert habe. Das war ja erstmal nur testweise. Man müsste ja wirklich irgendwie, man bräuchte Wasser. Man braucht unbedingt Terraforming. Ja. Aber es wäre zum Beispiel auch eine Variante, eine hohe Brücke zu bauen. Und dann kommt das Vieh halt so von unten so hoch und ungefähr auf Kopfhöhe zu den Leuten, die Brücke da entlang laufen. Ne? Das wäre auch ziemlich fett auf jeden Fall. So, und irgendwie hat jetzt hier die Warteschlange ein bisschen nachgelassen gerade, ne? Ich kann mir gut vorstellen. Jetzt stehen die hier schon wieder rum, oder was? Also ein paar fangen schon wieder an rumzustehen. Wartet mal eben, ich probiere mal was aus. Ich bin einfach mal eiskalt. Mach das hier mal weg. Bewegen die sich jetzt wieder? Jetzt bewegen sich wieder alle. Okay. Also es ist irgendwas mit der Wegfindung, haut da noch nicht hin. Aber wie gesagt, Leute, das ist eine Alpha, da kommt sowas vor. So, Moment, das hätte ich aber gerne wieder gerade hingesetzt. So. Jo, Leute, okay, jetzt sammeln die sich auch endlich hier. Ich glaube, das Ding ist voll jetzt, oder? Wartet mal. Yeah. Jo, das ist voll, das ist voll, das ist voll. Ja, hallo, hallo, hallo. Joa. Joa, also ich muss ehrlich sagen, das Karussell und so kommt da irgendwie ein bisschen krasser rüber. Ich weiß es nicht. So, okay. Also Leute, lass mal erstmal ein bisschen loshauen. Ich mache erstmal, glaube ich, ein kleines bisschen Detailarbeit. Oder wollen wir schon nicht? Ich kann mich wieder nicht entscheiden, womit ich jetzt anfangen möchte hier. Lass es mal die Burg bauen. Ich habe das jetzt schon so ein bisschen angeteasert und so. Wir fangen jetzt einfach mal an, probieren die Burg irgendwie zu bauen. Und dann irgendwann noch eine Achterbahn durchzuziehen. Das wäre fett, wenn das klappen würde. Und die Achterbahn sollte natürlich auch deutlich geiler werden als die hier. Ne? Das kriegt man auf jeden Fall hin. Das dürfte nicht so schwer werden. Wenn man auch überlegt, die ist ja wirklich nicht groß und so. Die ist ja relativ klein. Okay, ich finde eigentlich den Spot hier gar nicht so schlecht. Weil hier ist es schön eben. Ne? Und es ist auch ein bisschen erhöht und so. Darum finde ich das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Was man übrigens auch machen könnte, noch so, will ich ganz kurz mal zeigen, man könnte auch mit den Dingern hier arbeiten und damit die so irgendwie so hintereinander staffeln. Und dann könnte man hier auch irgendwie so sagen, dass hier die Achterbahn durchfährt zum Beispiel. Ja. Und ich fände es ja auch geil, wenn die auch mal so ein bisschen parallel oder direkt über dem Weg eine Achterbahn langlaufen würde. So ein bisschen. Weil ich es geil finde, wenn man hier so lang, smooth rumfährt und so und dann fahren die halt hier so lang und so. Müssen wir mal gucken. So gut, also wir fangen jetzt einfach mal an, machen die Burg. Ich muss mal gucken, das kann sein, wenn es sich da ein bisschen wiederholt und so. Eine Burg könnte jetzt ein bisschen repetitiv werden, wenn ich die baue. Dann würde ich da ein bisschen mit Cuts arbeiten und so. Damit das dann nicht allzu lange dauert. Ja. Also, okay, Buildings. So, Leute, ich musste eben nochmal neu ansetzen, gerade. Deswegen gab es jetzt auch nochmal einen Cut, weil ich hatte irgendwie, ist das nicht gut geworden. Wir probieren es jetzt nochmal. Ich habe jetzt, glaube ich, auch das so gemacht, dass ihr es erstmal gar nicht gesehen habt.
Mir hat das nämlich überhaupt nicht gefallen. Also geht's vielleicht jetzt ein bisschen besser und noch ein bisschen schneller, was dann auch ganz gut ist. So, weil ich will jetzt auch nicht die komplette Folge jetzt hier die Burg bauen, ne? Wir machen es jetzt so, ich baue jetzt ein Viertel von der Burg fertig und den Rest werde ich hier relativ symmetrisch dazu dann bauen und das mache ich dann quasi im Schnelldurchlauf mit einem Cut, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit die Burg da bauen, ne? So, als erstes fangen wir mit dem Turm an. So, ist das hier auch alles schön eben? Hier ist es nicht eben, das ist eigentlich schon wieder kacke. Ich würde es mal. Es ist natürlich, man bräuchte jetzt Terraforming und so. Ne? Es geht jetzt erstmal darum zu gucken, ob wir es hinkriegen oder nicht. Eigentlich würde ich hier draußen Sand machen, dann würde ich hier irgendwie einen übelst großen See hinsetzen oder vielleicht sogar noch ein größeres Gewässer, ich weiß es nicht. Und daran dann irgendwie dieses Fort und so, das würde halt viel, viel cooler dann aussehen. Aber ich kann das erstmal nicht ändern. So, als erstes bauen wir erstmal den Turm nach oben. Das dürfte jetzt erstmal noch nicht so schwer sein, das kriegen wir irgendwie hin. Und die Frage ist jetzt vor allem die Verhältnismäßigkeit. Wie hoch machen wir das? Wie hoch wollen wir das machen? Mach's mal bis hier hin. Dann gucken wir uns das mal irgendwie von unten an. Dann schauen wir einfach mal. So, Moment. Ranzoom. Ich würde fast sagen, das reicht schon. Oder wir bauen das jetzt hier. Moment, ich würde jetzt hier oben. Huch. Ich würde jetzt hier. Wir müssen jetzt erstmal nicht übertreiben. Es geht jetzt erstmal nur, um zu schauen, ob das ungefähr, dass es ungefähr so aussieht. Machen wir so hier. Dann würde ich die Wände hier nehmen wollen. So, die setzen wir mal. Das ist jetzt die Frage hier. Wir müssen ja auch ein Dach ranbekommen und so weiter, ne? Dann müssen wir das aber eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir das so hier bauen müssen. Ich teste mal eben, ob ich jetzt ein Dach drauf bekommen würde und das auch gut aussieht. Bevor ich das dann jetzt hochbaue und dann. Ja, das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Das müssen wir, Moment, anders machen. Das andere, die eine Wand muss näher ran eigentlich. Geht aber nicht. Ja gut, dann ist es halt so. Moment, ich probiere nochmal, kann ich die weiter rechts bauen? Auch nicht. Ich baue die jetzt einfach so weit ran wie möglich, dann müssen wir einfach mal schauen. Ich schaue nochmal ganz kurz eben, Roofs. Ja, so haut's hin. Na perfekt, so wollte ich es haben. So, okay, ich glaube, so viel höher muss das gar nicht sein jetzt. Also, das ist so, glaube ich, vielleicht sogar dann gar nicht so unrealistisch. Weil Realismus so in dem Steampark und bla bla bla, aber trotzdem hätte ich es irgendwie halbwegs cool hinbekommen. So, dann machen wir jetzt hier einfach die Wände nach oben. Und das ist jetzt natürlich, das wird keine direkte Burg, es wird ja eher ein Fort. So eine Mischung aus Burg und Fort. An sich ist ja, wenn man so nimmt, genau, ist ein Fort ja irgendwie eine gepimpte oder eine fortgeschrittene Variante von einer Burg. So am Strand und an der Küste und so ein Black Flag, aber das ist ja irgendwie eine Weiterentwicklung davon, ich weiß es nicht. So gut, und dementsprechend heben sich halt die Türme jetzt gar nicht so weit empor, sondern das ist einfach wirklich alles auf einer Höhe. Und dann kommen hier Palisaden und so hin, das ist jetzt eigentlich die Idee dahinter. Dann gucken wir nochmal wegen dem Eingang. Und dann machen wir das Dach noch zusammen. Und wenn das erste Viertel hinhauen sollte, dann baue ich den Rest dann so weiter und dann gibt es einen Cut sozusagen. Ne, wenn ich immer wieder das gleiche mache, da ist das, glaube ich, angebracht. So, machen wir das so hier. Ich würde sogar sagen, wir machen noch eins weiter, oder? Och nö, das ist dann. Muss halt aufpassen. Ja doch, eins kann man ruhig weitermachen. Hier machen wir so. So, dann würde ich zwei Platz lassen. Wieder vier Stück. Dann käme hier wieder ein runder Turm hin, sozusagen. Wobei, ein Turm ist es ja nicht direkt, aber wisst ihr, wie ich es meine. So. Und jetzt hier irgendwie das Gate rein. Würde das gehen? Also so würde gehen, das ist mir aber eigentlich noch zu niedrig. Aber was wir probieren können, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist ja so Fallout-Style. Einfach davor was setzen, damit man das bauen kann, wie man will. Und dann macht man das davor wieder weg. In Fallout hat das immer gut funktioniert. Jo. Bam, Leute. Hier wird Fallout 4, City Skylines, mein komplettes Repertoire an Let's Plays wird hier angewendet, Leute. So. Ja, hier sieht das noch ein bisschen komisch aus, aber wir machen ja hier auch noch Wände hin. Ne? Guck mal. Und dann ist es auch okay. Dann sieht das doch ganz gut aus eigentlich. Ne? Und dann hoffe ich, dass wir hier eine Achterbahn dann durchbekommen. Und das wäre eigentlich ziemlich fett, wenn das klappen würde. Ja, also ich bin gerade froh, dass ich nicht noch höher gebaut habe. Man könnte jetzt auch noch drüber nachdenken, hier Fenster rein zu knallen und so. Aber ja, höchstens dann da oben oder so. Ich lasse mal ein bisschen irgendwo ein paar Slots frei, wo wir dann auch noch ein paar Fenster reinhauen können, meinetwegen.
Ja, wenn dann überm Gate, das wird auch Sinn machen. So, aber wir machen jetzt mal noch das Viertel jetzt hier fertig, Leute. Das Viertel müssen wir noch fertig machen, damit. Und es wird hoffentlich auch gleich wieder hell, dass wir das dann uns nochmal angucken können. Da habe ich mir jetzt ja hier was eingebrockt. Ich dachte eigentlich, dass es schneller geht und dabei läuft das jetzt eigentlich sogar relativ reibungslos bisher. So, jetzt muss man gucken, dass wir es jetzt hier ordentlich machen. So, hier. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Das ist ein Blick, dass alles so aus Einzelteilen besteht. Das ist schön zusammenhängt alles. So, wir testen erstmal, ob wir das Dach wieder ordentlich hinbekommen würden. Nehmen wir mal das aus Holz, das würde gehen. Hier können wir es sogar schon setzen eigentlich. Ja. Dann können wir das bei dem Turm nämlich auch schon mal setzen. Das ist gerade irgendwie voll die Mischung aus übelst vielen Spielen, so die ich gerne spiele, weil Ark irgendwie hat, das ist ja auch, ne? Castle-Mod und so. So. Bin ich denn in der Lage, dass das wäre cool, wenn... Man könnte das eins runter machen und dann so setzen. Dann hätte man hier sogar einen Übergang, dass das alles auf einer Höhe ist. Das würde gehen. Man könnte auch sagen, yo, man macht den Turm eine Stufe höher. Das wäre auch eine Variante. Das würde vielleicht sogar auch Sinn machen, ne? Aber dann würde ich den Turm nicht höher machen, sondern die Mauer einfach ein bisschen niedriger. Das muss ich mir dann gleich noch überlegen. So, wir bauen das jetzt hier erstmal hier noch schnell fertig. Wir haben ja dazu, und was ja auch noch geil ist, es gibt ja hier auch diese Palisaden. Hier. Die können wir ja schon mal hier setzen. So, hier würde ich offen lassen. Glaube ich. Und ich glaube, das wird dann relativ cool. Ich glaube aber hier, dass vielleicht, dass wir das die Wand nur so hoch machen. Oder vielleicht nur so hoch. Wäre auch eine Variante. Oder wir machen, also wie gesagt, ein Fort. Ich hätte mir mal davor ein Bild angucken sollen auf Google Bildersuche oder so. Ich glaube, dass das eine Höhe ist, ist auch nicht so verkehrt. Nur versetzen wir dann einfach später noch einen Turm dran oder so. Also eine Ebene. Ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. So gut, wir wollen aber das Viertel wenigstens noch fertig bauen zusammen. Das machen wir jetzt noch. Kann das bitte mal wieder hell werden? Ich mach das erstmal nur so hier und guck da mal, was besser aussieht. Von der Höhe her. Ich glaube fast, es sieht besser aus, wenn man die Wände einzieht, macht als, wo habe ich jetzt außerdem noch ein Ding hingesetzt? Ne, passt eigentlich. So, jetzt wird es langsam wieder hell. So gut, Leute. Also bei mir an der Aufnahme steht 47 Minuten. Die Folge geht wahrscheinlich erst 5 oder 10 Minuten. Ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht auch 15, kein Plan. So, auf jeden Fall haben wir das Grobe hier jetzt erstmal fertig. Den Rest machen wir jetzt noch zusammen. Ne, würde ich mal vorschlagen. Das hier mache ich erstmal wieder weg eben. Das ist ja noch von dem, das Übrigbleibsel. Und dann können wir nämlich jetzt hier auch das hier komplett durchziehen. Dass das zu ist. So, jetzt müssen wir, ich hoffe, überall habe ich das jetzt hier, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier unten, das muss ich auch noch wegmachen. Ich finde aber, dass es jetzt schon besser aussieht als erwartet. Und das wird jetzt aber gleich noch sehr viel cooler, weil wir machen jetzt die Dächer und die Palisaden und dann machen wir ja noch überall Detailarbeit mit Flaggen und so. Und dann wird das ja richtig fett. Noch mit dem Haus davor und so, ist eigentlich auch nicht verkehrt. Noch cooler wäre es jetzt natürlich, wenn man so ein Haus jetzt hier drinnen hätte und so. Ne? Dann, dass hier quasi hier die Shops sind und so, das würde irgendwie auch Sinn machen.
Und hier oben würde ich ja, wie gesagt, gerne dann die Achterbahn durchbekommen. Ich hoffe, dass es passt. Wenn es nicht passt, dann ist es so. Dann wissen wir es das nächste Mal. So, jetzt machen wir ganz schnell noch die Dächer. Machen wir erstmal die Türme. So. 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 Dann hier auch nochmal. Ey, keine Ahnung, wie viele Teile ich da jetzt verbaut habe für das Ding. Oh nein, hier muss ich das dann hochziehen eben. Das machen wir jetzt aber auch noch ganz schnell, wenn wir einmal dabei sind. Wände, dann nimm. So, 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 so. Halt, das habe ich! Hier sind keine Fenster drauf. Oh, das ist ärgerlich. Bam. Bam. Das sieht okay aus, ne? Ja, das sieht okay aus. So gut, dann müssen wir hier die Dächer machen. Ich denke, das kriegen wir jetzt aber relativ flink hin. Hoffe ich. Nee. Oh, ey, das ist wie bei Ark mit den Snap-Points, man. Jedes Mal. Okay, so geht's besser. So. Ja, hier will ich jetzt aber auch. Okay, sehr gut. Hier will ich auch einen drin haben. Ich kann aber mit Shift einfach runter. So, hier. Sehr gut. So, dann machen wir hier. Machen wir hier weiter. Das würde, glaube ich, noch fetter aussehen, hätte man die Mauer breiter gemacht. Also doppelt so breit würde es, glaube ich, noch cooler aussehen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann nochmal ein Fort bauen werden. Wenn dann auch Terraforming geht und so. Und dann kann ich es ja gleich noch besser machen. Da würde ich es wahrscheinlich doppelt so breit machen, die Mauer. Das wäre ja genauso viel Arbeit. Theoretisch. Und würde da wahrscheinlich nochmal besser aussehen. Oh nein. Wobei, nö, das ist hier auch so. Von daher kann ich damit leben, dass es so ein bisschen nach vorne gestülpt ist. Das ist okay. Kein Problem. So. Und hier ist auch mal. Hier muss ich es auch noch machen, oder? Ja. Cool wäre es, wenn man irgendwie hinbekommen würde, dass man da oben Shops hin macht. Aber da bräuchte man halt erstmal. Da bräuchte man halt erstmal überhaupt eine. Treppe oder so, dass die Leute auch benutzen können. Aber bestimmt auch möglich. Ne? Spätestens dann in ein paar Monaten wird das bestimmt auch gehen irgendwie. So, okay, jetzt Walls. Und dann kommt das Coolste, kommt dann eigentlich mit der Detailarbeit. Ich glaube, allein die Palisaden mal werden dann schon sehr viel jetzt hier ausmachen. Ja, nehmen wir die hier. So. Es ist halt wirklich, dadurch, dass es kein Terraforming gibt, ist es jetzt eher so ein Park in, weiß ich nicht, in Europa, irgendwo in Deutschland oder so. Könnte so ein Ding eigentlich stehen, rein theoretisch. Und bislang ist es ja auch wirklich realistisch gehalten. So. Also es ist wirklich eine Mischung aus Burg und Fort jetzt geworden. So, gleich stellen wir dann nämlich auch noch Kanonen drauf und so. Dann wird das richtig, richtig cool. So, Palisaden wollen wir auch nach innen welche machen. Eine Variante. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so. Das ist eigentlich okay. Und jetzt hier noch die Türme eben. Nee. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. So, und jetzt kommen wir das, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, Dekoration. So. Yo, hier, die würde doch ganz gut passen. Union Jack Flag, ne? So, irgendwie, ja, die müssen natürlich, das muss alles in die gleiche Richtung, ne? Das ist ja Wind und so, und der geht halt in die gleiche Richtung. Also hier. Kann ich hier die irgendwie so seitlich ranhauen? Ja, bitte. Ich hätte es halt, wisst ihr, so, dass es nach vorne geht. Also genauso wie die hier. Aber das sind ja Piratenflaggen. Das davor würde halt nicht so gut passen. Was haben wir denn noch hier Schönes? Ja, das ist auch Piraten. Hm? Ist mir egal. Ich hoffe, es trotzdem davor, einfach weil es gut aussieht. Machen wir. So hier. Hier genauso. Wir haben auch noch die ganzen Kanonen und so, die müssen wir ja auch noch draufhauen eigentlich. Gucken wir, ob hier noch irgendwas gut passt. Ja, diese Ringe, Alter. Übelst fett. Machen wir jetzt außen hin, weil wir werden das meistens uns von außen angucken, glaube ich. Ach,
ist der Soundeffekt dazu großartig. Ist der vorne genauso? Also irgendwie das dann aussieht, wenn die Sonne dann von vorne drauf scheint. So. Haben wir denn noch oben? Ach, ja, hier diese Lampen. Ja, da freut sich der Pirat. Wir werden das auf jeden Fall auch damit Scheinwerfern und so alles anleuchten. Na, davon könnte aber ausgehen, auf jeden Fall. So, da wird es jetzt mal nicht so übertreiben. Machen wir hier vom Eingang irgendwie mal welche hin. Hier vielleicht noch mittig irgendwie. Und hier genauso dann. Also hier irgendwie. Ja. So. Okay. Dann haben wir da aber auch noch hier Kanonen und so müssen wir auf jeden Fall noch draufsetzen. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Oh, wie fett. Ey, das passt sogar, Leute. Also wir kriegen die sogar so ein bisschen drüber gestülpt und so weiter. Das ist ja mega fett. Ich hoffe, die gucken jetzt auch nicht drüber oder so. Also die gucken drüber, aber ich hoffe, dass die nicht durch die Wand klitschen oder so. Ein bisschen höher. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt doch gelungener als erwartet. Auch wenn es vielleicht nicht so spannend war, aber hier oben müssen wir auf jeden Fall auch noch welche hinsetzen. Geht das jetzt hin? Ja, das war ziemlich perfekt gewesen. Sehr gut, Leute. Gott sei Dank. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt nicht gegangen. Ho! Das wäre schrecklich gewesen. So, ja, machen wir einfach, wie es eben war hier gerade. Das sah gut aus. Was ist, wenn ich so mache? Nee, das ist dumm. Hier war doch eben ein Punkt. Ja, so hier den Baum können wir umjustieren. Eigentlich müsste ich ja allein für die Burg schon Eintritt verlangen, wenn ich überlege, wie Zeit ich da jetzt investiert habe gerade. Also als Eintritt. So, ey, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal hier oben eine Attraktion rein. Ich hoffe, dass wir oben eine reinbekommen, damit die Leute hier langlaufen. Wir können auch sagen, wir bauen hier hinten dann eine hin oder so, das würde auch gehen, aber ich will jetzt hier drin auch eine Dekoration haben. Attraktion.